Unser nächstes Thema. Es spielt an Orten, an denen die Luft gesund und die Landschaften schön sind. Im Schwarzwald, im Allgäu oder an der Nordsee. Hierhin haben vor allem in den 1950er und 1960er Jahren Eltern auf Anraten von Sozialämtern und Krankenkassen ihre Kinder zur Erholung geschickt. Doch was als Kuraufenthalt geplant war, endete allzu oft als Horrortrip für die sogenannten Verschickungskinder. Nachdem wir das erste Mal darüber berichtet hatten, erreichten uns Hunderte von Zuschriften. Weitere Recherchen von Ulrich Neumann und Philipp Reichert. Eines Tages gab es Grützwurst und die sah schon so eklig aus und roch schon so eklig. Schon den Anblick fand ich sehr abstoßend. Ich musste sie aber aufessen. Sie kam prompt sofort wieder zurück. Ich musste so lange sitzen bleiben am Tisch, bis ich mein Erbrochenes wieder gegessen hatte. Und das hat mehrere Stunden gedauert. Ich weiß, dass ich da saß und weinte. Sie merken, die Gefühle kommen sogar jetzt noch hoch. Das ist jetzt 65 Jahre her und trotzdem leidet Hans-Jürgen Brennecke unter dem Geschehen von damals noch heute. Mit 10 Jahren wurde er in eine Kinderkur geschickt, allein, Kontaktverbot zu seinen Eltern, 6 Wochen lang. Seelisch fühlte ich mich überhaupt nicht wohl, sondern es war eine Horrortrip. Ich hatte wirklich massive Ängste. Eine Zeit, die sein Leben prägte. 20 Jahre später, Anfang der 70er, kehrte er in dasselbe Heim zurück. Dann als Erzieher. Davon später mehr. Sylt vor wenigen Tagen. Hier wurden jahrzehntelang besonders viele Kinder zur Kur geschickt. Wir sind dabei, als sie sich jetzt das erste Mal treffen. Ich war 1975 in Bad Salzuflen. Da haben wir auch schon das war für mich der Horror. Ich fühlte mich also wirklich 7 Wochen lang wie bei Hänsel und Gretel, dass ich von da an extreme Schlafschwierigkeiten hatte, die sich eigentlich bis heute gehalten haben. Ich sollte damals für 6 Wochen dahin und bin nach einem halben Jahr mehr tot wie lebendig wieder reingekommen. Anja Röhl hat diese Konferenz der Verschickungskinder initiiert. Seit 10 Jahren sammelt sie Erlebnisberichte der Betroffenen. Mittlerweile sind es viele hundert. Im September dieses Jahres hat Report Mainz bundesweit das erste Mal auf das Schicksal dieser Kinder aufmerksam gemacht. Daraufhin bekommen auch wir hunderte Schilderungen. Eine enorme Resonanz. Die Berichte wiederholen sich wieder und wieder. Egal, ob die Kinder in den 50er, 60er oder 70er Jahren verschickt wurden. Egal, ob in den Norden an die See oder in den Süden in die Berge. Zitate aus den Schilderungen. Ich musste nachts ohne Decke auf der Holzbank schlafen. Ich wurde an den Haaren aus dem Bett gezogen. Wer ungezogen war, wurde in den dunklen Keller gesteckt. Wir Kinder wurden Tag für Tag erniedrigt. Ich wünschte mir als Vierjähriger den Tod. Report Mainz hat 1000 solcher Erlebnisberichte systematisch ausgewertet. Unter anderem danach, was die Kinder während der Kur erlebten und wie sich das auf ihre Kindheit und ihr weiteres Leben ausgewirkt hat. Es ist die erste sehr umfangreiche empirische Untersuchung zu den Erholungskuren. 94% bewerten ihre Kur eindeutig negativ. Schlimmste war diese Sache, dass man mich in einen Wäschesack gesteckt hat und mir angedroht hat, mich verbrennen zu wollen. Dann hat man mich in den Keller gebracht. Natürlich habe ich mich gewehrt, in Todesangst gekämpft. Und dann haben sie die Klappe geöffnet von dem Ofen, großer schwarzer Ofen. Und ab dann weiß ich nichts mehr. Mit 6 Jahren war sie zur Kur in Bad Reichenhall. Ein Aufenthalt, der ihre Kindheit komplett verändert hat. Und ich war nervös, ich war ein Nervenbündel. Keine Konzentration, keine Aufmerksamkeit. Also kam ich in der Schule nicht mehr mit. Ich habe seitdem eine Lernschwäche. Die Untersuchung von Report Mainz zeigt, so wie Margret Richter geben 90% der Verschickungskinder an, dass dieser Aufenthalt massive Folgen für ihre Kindheit hatte. Ich kam stumm,
verängstigt und traumatisiert zurück. Nach der Kur war ich gebrochen. Ich kam als seelisches Wrack zurück. Dort wurde Angst in uns gesät. Ich traure um das Kind, das ich seitdem nicht mehr war. Und? Es gab sogar Todesfälle in diesen Kinderkurheimen. Wir sind im niedersächsischen Kurort Bad Salzdetfurt, schreiben das Jahr 1969. Hier betreibt damals die Innere Mission, heute die Diakonie, das Waldhaus. In einem Jahr sterben hier 3 Kinder, stellt sich jetzt heraus. Ein kleiner Junge wurde des Nachts von 3 älteren Heimkindern zu Tode geprügelt. 2 weitere starben laut forensischen Gutachten möglicherweise an ihrem erbrochenen Essen. Zurück auf die Konferenz in Sylt. Hier treffen wir Sabine Schwemm. Nur kurz bevor die Kinder starben, war sie im gleichen Heim zur Kur. Auch sie hat massive Prügel und drastische Strafen erlebt. Ich war im November, Dezember im Waldhaus und im März ist das erste Kind gestorben. Ich habe Glück gehabt, ja. Bei allem Schlimmen, was mir passiert ist, ich habe Glück gehabt. Er, ein Pfarrer, war 1969 der Anstaltsleiter. Die uns vorliegenden Akten von damals zeigen, 2 der 3 Todesfälle wollte er vertuschen. Und es herrschten hier im Waldhaus unhaltbare Zustände. Das Personal war unterbesetzt, unterbezahlt und unterqualifiziert. Die Diakonie nennt heute diese Zustände von damals desaströs. Ein glattes Schuldeingeständnis von einem der wichtigsten Wohlfahrtsverbände. Man hätte zumachen müssen. Das wird man aus heutiger Perspektive sagen können. Ist nicht gemacht worden. Und es ist tragisch, dass in so einer Situation dann eben Kinder, die da nun am wenigsten für können, zu Tode kommen. Da müssen wir uns an die eigene Nase fassen. Das beschämt uns. Unsere empirische Untersuchung zeigt, rund 60% der ehemaligen Verschickungskinder leiden bis heute. Es war die schlimmste Zeit meines Lebens. Der Aufenthalt hat mein ganzes Leben verändert. Seit dieser Zeit bin ich traumatisiert. Konferenz der Sozialminister in Rostock vergangene Woche. Zumindest am Rande haben die Minister über das Schicksal der Verschickungskinder gesprochen. Für die Runde ein völlig neues Thema. Carola Reimann, Sozialministerin von Niedersachsen, dort, wo die Kinder zu Tode kamen. Wir machen sie mit unserer Untersuchung im Detail bekannt. Die Ministerin gibt ein Versprechen ab, auch im Namen ihrer Kollegen. Die Berichte, die Sie da zusammengetragen haben, sind wirklich beeindruckend und haben mich auch schwer erschüttert. Und die Ähnlichkeiten, die sich darin finden, lassen eben auch naheliegen, dass es eine Struktur gab. Ich werde mich weiter dafür einsetzen, dass es gut aufgearbeitet wird und dass wir schauen, wo wir Unterstützung geben und Hilfen geben können aus dem bestehenden System. Allein 1965 und 66, also in nur 2 Jahren, so unsere Recherchen, wurden über 1,6 Millionen Kinder verschickt. Die Erholungskuren ein Massenphänomen. Und sie waren ein regelrechter Wirtschaftszweig. Kosten der Verschickung mindestens 150 Millionen D-Mark pro Jahr. Das zeigt ja, da ist Geld gemacht worden mit uns. Ja? Und wo ist das Geld hingekommen? Das kam auch während des Kongresses von mehreren Teilnehmern. Was haben die an uns verdient? Die müssen an uns verdient haben und das wollen wir wissen. Das soll aufgedeckt werden. Zurück zu Hans-Jürgen Brennecke, der als Kind sein Erbrochenes essen musste. 17 Jahre später, 1971, kehrt er als Erzieher zufällig in dasselbe Heim zurück. Ich habe als erstes zum Beispiel den Hinweis bekommen, du musst die neue Gruppe, die frisch ankommt, in der ersten Nacht so zusammenscheißen, dass sie 6 Wochen das Maul halten. Oder es hieß, wir schlagen hier alle, das ist hier normal. Das wundert dich vielleicht, aber du wirst dich auch dran gewöhnen und es auch nachher machen. Er informiert die Medien, denn in rund 2 Jahrzehnten hatte sich nichts verändert. Fachleute bezeichnen schon damals öffentlich den Umgang mit den Kindern als finsteres Mittelalter und verbrecherisch. Träger des damaligen Kinderheims, die Balin-Stiftung, ein Verein der Stadt Hamburg, bis heute stark engagiert in der Kinderbetreuung. Vor unserer Kamera will sich der Vorstand derzeit noch nicht entschuldigen.
Wir sind auch nicht an dem Punkt zu sagen, wir gehen in die Öffentlichkeit und entschuldigen uns. Wir sind an dem Punkt, wie ich eben sagte, wir starten einen Prozess. Wir brauchen erstmal sozusagen mehr Kenntnis vom Sachverhalt. Wo stehen wir eigentlich? Was ist eigentlich gewesen? Fazit. Nach Recherchen von Report Mainz sind Kinder während ihrer Erholungskuren jahrzehntelang gedemütigt und misshandelt worden. Flächendeckend und systematisch. Damals gequälte Kinder, heute gebrochene Erwachsene. Auch wir meinen, das Thema muss engagiert aufgearbeitet werden. Wer waren die Verantwortlichen? Wer hat von den angeblichen Erholungskuren profitiert? Vor allem aber den Betroffenen, die noch heute unter den Quälereien von damals leiden. Ihnen muss geholfen werden.